Teabreak, Ausgabe 14 mittlerweile. Servus, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute mit der Bamberger Feuerzangenbowle, denn draußen schneit's. Vor meinem Büro steht mittlerweile auch der Weihnachtsbaum aufgestellt von der Gemeinde hier in Strullendorf. Dementsprechend, wir gehen langsam aber sicher dann doch auf den Winter zu. Und deswegen so eine Feuerzangenbowle, die kann man ja immer gerne mal trinken. So. Was ist los in der kommenden Woche? Wir haben mal wieder, dankenswerterweise, Gott sei Dank, einen Doppelspieltag. Am Mittwoch geht es bekanntlich gegen Elion. Rückspiel im FIBA Europe Cup, fünfter Spieltag insgesamt, 20 Uhr in der Brose Arena geht es los. Tickets gibt es natürlich noch bei uns im Online-Shop oder aber in unserem Fanshop in der Kornstraße oder dann an der Abendkasse. Und es ist das erste, zumindest in Anführungsstrichen, kleine Endspiel, denn wir müssen unbedingt gewinnen, um das Weiterkommen in die nächste Runde weiterhin auch in der eigenen Hand zu haben. In Israel hat das Ganze ja ganz gut geklappt. Dementsprechend hoffen wir alle drauf, dass es auch am Mittwoch der Fall sein wird und wir dieses Spiel erfolgreich werden bestreiten können. Genauso erfolgreich ja vielleicht wie am vergangenen Wochenende. Zweiter Sieg in Folge, der erste Heimsieg in dieser Saison. Und der war natürlich extremst wichtig, auch für Selbstbewusstsein. Und vor allem hat er gezeigt, dass wir mit Patrick Miller, glaube ich, einen ganz, ganz guten Fang gemacht haben. Seine Statline für das erste Spiel nach, ja, gerade mal vier, fünf Tagen gemeinsames Training mit allen Spielern nach der Rückkehr aus der Nationalmannschaft, die konnte sich durchaus sehen lassen. 13 Punkte hat er aufgelegt, dazu 6 Assists gegeben, 3 Rebounds, 3 Steals. Das mit den Ballverlusten, das kriegen wir natürlich über die laufende Saison dann auch noch ein bisschen besser geregelt. Aber ich glaube, für sein Debütspiel im Bamberger Trikot war das aller Ehren wert. Und dementsprechend ist natürlich jetzt auch das Augenmerk auf dieser Woche, auf der Trainingswoche, darin liegend, weiterhin Pat Miller besser zu integrieren, noch besser zu integrieren, ihn noch besser in die Systeme mit reinzubringen. Und dann bin ich da ganz, ganz guter Dinge, dass das auch sehr zügig mit ihm richtig gut und noch besser als am vergangenen Wochenende funktionieren wird. Ansonsten nach dem Mittwoch dann das Spiel am Sonntag in Chemnitz. Mal wieder Chemnitz, möchte man sagen. Das dritte Aufeinandertreffen mittlerweile mit den Kollegen von dort. Zweimal ja bereits im FIBA Europe Cup gegeneinander gespielt, dort gewonnen, in deren Halle, daheim verloren. Dementsprechend schauen wir mal, was da am Sonntag dabei rauskommt. Wir bereiten uns in dieser Woche insgesamt in 5 Trainingseinheiten auf dieses Spiel vor. Bei diesen Trainingseinheiten nicht mehr mit dabei sein oder aktuell nicht dabei sein wird Vaidas Karinauskas. Durch die Verpflichtung von Patrick Miller sind wir ja jetzt dann auf der Point Guard Position sehr, sehr gut aufgestellt. Deswegen hat Cheftrainer Oren Amiel entschieden, dass Vaidas zunächst mal aus der Rotation raus ist. Wir schauen jetzt da gerade hinter den Kulissen, wie wir diese Situation dann am besten lösen können. Aber das ist der Stand der Dinge und deswegen war Vaidas auch am vergangenen Wochenende nicht im Kader und wird es auch definitiv am Mittwoch und dann auch am Sonntag nicht sein. Ansonsten ist in der Woche gar nicht mal mehr so viel los. Wie gesagt, die beiden Spiele. Und dann haben wir aber für euch noch eine tolle Aktion, denn es ist ja aktuell weltweit die sogenannte Black Week. Die haben wir auch ein bisschen umgemodelt. Wir haben eine kleine Red Week draus gemacht. Dementsprechend bis zu 80% Rabatte könnt ihr auf ausgewählte Artikel bei uns im Fanshop erhalten. Also dementsprechend klickt euch gerne rein in den Fanshop online oder aber kommt gerne auch persönlich vorbei im Fanshop in der Kornstraße oder dann natürlich auch am Mittwoch vor dem Spiel bei uns im Fanshop in der Brose Arena und sichert euch die Rabatte und die Minuszahlen, die wir da aufs den eigentlichen Verkaufspreis, so heißt der Satz richtig, draufhauen. Dementsprechend vorbeischauen lohnt sich in jedem Fall. Das soll es auch von mir für heute schon mal gewesen sein. Ich hoffe auf 2 Siege natürlich in dieser Woche und darauf, dass wir uns dann alle am Montag in einer Woche an exakt dieser Stelle dann wiedersehen, dann zur nächsten Ausgabe von Teabreak. In diesem Sinne, euch eine gute, eine spannende Woche. Bleibt sportlich. Ciao, servus.